So, ihr seht ja, das Bußcamp und Afrika haben wir durch. Wir gehen nach Sizilien. Befreie Palermo, sichere die Landezone, beseitigen Sie alle Küstengewehre. Ich denke mal, die werden Küstengeschütze meinen damit. Küstengewehre hört sich ein bisschen blöd an. Ja, Küstenbatterien, da haben wir hier welche. Okay, wir können auf jeden Fall unser Ding, da ist es unbekannt, welchen Schaden wir machen würden. Schießen wir mal hier hinter. Da haben wir Supply, genauso wie hier, also wo wir neue Einheiten aufstellen können. Sieben Priester müssen wir alle ins Wasser reinbringen erst. Trotzdem mal, ah, jetzt können wir hier nicht ganz kurz mal schnell hier rein. Dass wir hier ein bisschen mehr Sound haben. So, dann bringen wir die halt mal ins Wasser. Ans Wasser, an Land. Sind ja schon im Wasser. So, da haben wir den. Mit dem können wir jetzt leider nicht hin. Da müssen wir dann erst in der nächsten Runde warten. Können wir aber trotzdem mal nochmal einen Luftangriff hier draufhauen. Ah, shit. Da, flack, habe ich überhaupt nicht aufpasst. Dann auch da noch ein paar Einheiten. Paratroopers, wo gehen die runter? Nur hier. Snipers, ne, ich glaube, das werden wir jetzt erstmal so lassen. Ist aber eine große Karte diesmal. So, warte mal, da haben wir das, das, das. Ich glaube, dann werden wir auch auf das Fahrzeug hier gehen. Da haben wir unser Hauptquartier. 5-5, schauen wir mal, wenn wir den einkesseln. Ah, bringt nicht wirklich die Welt. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ausschaut. 4-5. Was denn, ist jetzt hier hinten auch noch eine Flak? Jetzt probieren wir es mal, ob er an der Pack hier vorbeikommt. Ja, bis dahin kommt er schon mal. Werden wir die auch mal schauen, dass wir die so zerstören können. Werden wir nicht ganz schaffen. Machen wir jetzt 100. Ah, okay, komm, den einen machen wir noch. Dann ist die Pack wenigstens schon mal weg. Müsst ihr doch hinkriegen, oder? Ne, der ging daneben. Doch, die Pack ist weg. Können wir nicht wirklich irgendwas machen? Nee, lassen wir so. Jetzt mal schauen, wo hier Palermo ist. Palermo ist hier hinten. Wie waren unsere anderen Ziele? Sichern Sie die Landezone. Na, wo ist es? Ich denke mal, das wird irgendwo der Bereich dann hier sein. Da machen wir jetzt mal hier Sniper auf 8, 6, ja, müssten wir hinbekommen. Ja, bekommen wir auch hin. Oh. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir ihn, wenn wir ihn einkesseln, ein bisschen mehr an Schaden machen können. Neun.
Da werden wir erstmal nur warten, weil hier nämlich das unbekannt ist. So, da haben wir zerstört. Sichern Sie die Landezone. Okay, müssen wir die Landezone eigentlich nicht weiter hinten sichern, weil hier kann der Feind ja trotzdem noch weit vorrücken. Eigentlich. Ne, also da machen wir nicht viel Schaden. So, ihr seht auf jeden Fall, dass die Prestigepunkte für einen Luftangriff beim runden Anfang wieder weit nach unten gegangen sind. Also die sind nicht erhöht geblieben, wie sonst immer. Die wurden dann wieder angepasst. Kommen wir mit dem da hoch? Nee. Warte mal, was haben wir hier? 010. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Unser Panzer ein bisschen nach vorne. Na, ja, obwohl, die Scharfschützen lassen wir hinten. Da haben sie eigentlich mehr Sinn. Bring den Panzer mal hier mit rüber. Wir werden hier neue Einheiten aufstellen. Was hier drüben geht, gar nichts. Müssen wir aufpassen, da haben sie noch Panzerartillerie. Ja, okay, aber es sind nicht allzu viele Einheiten auf der Karte, wie ich jetzt eigentlich vermutet habe. Okay, wir kriegen aber den wenigstens hier an Land. Es bringt mir aber nichts, wenn der da ist. Dann rücken wir mit dem mal hier mit durch. Genau, da haben wir nämlich das Geschütz. Jetzt werden wir den auch gleich mal hier zubauen. Kriegen wir in der nächsten Runde auf jeden Fall weg. Surrender, so werden wir es haben. Also wir kriegen 4. Schauen wir mal, was er bekommt. 42. Der hat 5. Also der Angriff bringt uns hier eigentlich überhaupt nichts. Den bringen wir mal zurück, dass dann er weiter kann. Da haben wir schon angegriffen. Ja. Ich glaube jetzt dann eh, dass wir noch lieber mehr Panzer mit an Land bringen. Wenn wir dieses Flakgeschütz ausgeschaltet haben, werden wir auf jeden Fall Lufteinheiten hier rüberbringen. Ich glaube, der müsste ja da nicht hinkommen. Okay, da ist natürlich blöd, weil wir nicht sehen, was wir an Schaden machen hier. Also was er Schaden an uns macht. Supply, glaube ich, bekommen. Warte mal, die bringen wir jetzt trotzdem mal mit hier rüber. So, machen wir erst mit unserem Flammenwerfer-Drop. Der müsste ja höllisch Schaden machen normalerweise. Und jetzt müsste man wegkriegen. Also die 5 muss er schaffen. Ja, schafft er auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, der kommt ja da eh nicht hin. Dann hauen wir mal noch Sherman hin. Was haben wir sonst noch? Hey, komm, machen wir 2 Shermans hier unten. Also, Luftangriff können wir hier nichts machen. Flak und Flak. Ne, machen wir Runde beenden. Ich glaube, das hat man nicht oft, dass sich Einheiten zurückziehen. Der hat sich auf jeden Fall schon mal nicht aufwerten lassen. Das ist sehr gut. Dürfen wir nochmal? Ja. Jetzt warte mal, dann nehmen wir den. Mit unserem Schiff da drauf. So, die sollen erstmal zur Flak... Ah, die können die Flakkanei gar nicht angreifen. Wieso nicht? Weil...
Ah, die können angreifen. Da wird es anhand von den Punkten angezeigt. So, jetzt habe ich erstmal die Shermans hier hin. Das haben wir. Dann muss der Panzer, der muss natürlich außen rumziehen. Der kann ja nicht über die Klippen hier hoch. Also Infanterie. Ne, hier drüben haben wir die Flak weg. Wir probieren jetzt mal ein Flugzeug, ob das hier durchkommt. Müsste eigentlich ohne Probleme durchkommen. Ja, kommt auch. Außer beim Zurückfliegen, aber da ist es mir ehrlich gesagt egal. Also wir haben jetzt vier Flieger gebraucht und haben gerade mal 20 HP von ihm wegbekommen. Ah, weil er Support hier hat. 8-8. So, Support bekommen wir 3 Schaden und dann von ihm nochmal gar nichts. Also das passt eigentlich. Bin ich mal gespannt, ob unser Supply-Schiff hier hinkommt. Ne, wie ist die Reichweite bis hier hin? Also müssen wir mit dem. Können wir uns aber nicht bewegen. Da müssen wir ihn eigentlich zurückbringen. Ja, komm, den bringen wir jetzt mal lieber weg. Der dreht. Scharfschütze bleibt mal schön in Deckung. So, dann ja, müssen wir wirklich erstmal den hier wegbringen. Ah, komm, mach was. 2,9, ich weiß nicht, ob der. Der hat eine 2er Reichweite, aber wir kommen nicht bis dahin. Also dann müssen wir mit unserem LKW nach vorne fahren. Wo ist seine Linie? Die müsste bis hierher gehen. Müssen wir eigentlich hinbekommen, wenn wir den weiter nach vorne ziehen. In der nächsten Runde müssen wir ihn auf jeden Fall heilen können. Wenn wir unser Supply-Schiff hier nicht bewegen können. Nö. Ja, Gott sei Dank, der hat auch nicht getroffen. Wollen wir mal versuchen, aber ich glaube, wir kriegen den schon noch raus hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da können wir ihn heilen. Also zwar dann mal das wärmen. Da werden wir unser Schiff dann noch aufheben für ihn. Bringen wir ihn mit darüber. Kommen wir jetzt mit dem hier durch? Ne. Jetzt, wenn ich nur wüsste, ob das was bringen würde, wenn wir ihn hier einkesseln. Ja, schaut hin, wir haben nämlich hier. Panzergranaten noch gar nicht. So, warte mal, den haben wir schon. Eins elf. Na, blöd ist natürlich immer diese Unterstützung hier von dem. Aber ich glaube, wenn wir hier ein Flugzeug hinschicken, das müsste die Flak hier abschießen. Ja, also da haben wir keine Chance. Bin mal gespannt, aber wir müssten den jetzt eigentlich wegbekommen. Ja,
Da ist er weg. Jetzt war, ich glaube, wir werden aber noch Sniper holen. Für die ganzen Infanterieeinheiten, was hier noch so außen rum stehen. Zwei Stück müssten eigentlich reichen. Oh, die Artillerie hat gar nicht getroffen. Komm, mach mir einen 6er Schaden hier bei dem, dass der wegkommt. Dürfen wir noch nachziehen? Nee. Erstmal auf den. So, dann könnten wir. Ah, wir haben überhaupt kein Geld mehr. Ja, aber hier kriegen wir wenigstens schon mal die Flak weg. Das passt. Die ist weg. Unseren Flieger hier drauf. Ich weiß gar nicht, was wir beim Tiger hier für einen Schaden machen. Na, nicht viel. Jetzt haben wir Support von dem hier drüben noch mit. So, mal den ziehen wir jetzt erstmal zurück. Also den Tiger werden wir auf jeden Fall hier umzingeln müssen, dass wir hier irgendwas Großartiges reißen können. Ja, Flammenwerfer-Trupp hat es auch schon erwischt. Gehst du mal zurück und ihr geht nach vorne. Die sind alle nachgezogen. Jetzt weiß ich nicht, dann ziehen wir, glaube ich, unseren Panzer aber auch hier rüber. Die werden wir auffrischen. Und mit dem. Ich glaube, werden wir hier drauf hauen. Dass vielleicht eine Unterstützungseinheit schon mal wegkommt. So, und wenn wir jetzt mal hier schauen, er hat ja eigentlich hier oben nur noch Infanterie und Geschütze. Das müssen wir dann mit unseren Scharfschützen erledigen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wegen. Achso, wir haben ja hier noch ein Geschütz. Also ich denke nicht Küstengewehre, sondern diese Küstengeschütze, dass das hier unser Ziel ist. 1,8. Jetzt warte mal, die lassen wir aber gleich mal wieder aufwerten, solange wir noch. Das kostet eh nichts. Jetzt warte mal, die könnten wir eigentlich lassen. Hier. Komm, zerleg den bitte. Perfekt. Da haben wir 3-3. Das werden wir auf jeden Fall noch abwarten hier. Mal schauen. 5-6. Probieren wir. Okay, Sniper kommt nicht so weit. Können wir aber euch auch hier drüben mit nachziehen und die an Land. So, und da müssen wir mit dem nach vorne. Naja, ihr seht ja, an die gepanzerten Einheiten kommen wir jetzt auf jeden Fall ohne Probleme vorbei. Wir müssen das auf jeden Fall einnehmen wegen unserem Supply. Oh, wir haben vorhin unser Schiff vergessen, glaube ich. Wenn halt unser Flammenwerfertrupp hier wenigstens rüberkommen würde.
Ja, dann in der nächsten Runde. Unser Panzer, naja, probieren wir es mit dem Panzer mal. Also ihr seht, Gesundheit hat das Geschütz nicht mehr viel. Also dann könnten wir unsere Flieger draufhauen. Überall mal ein bisschen verteilt. Ein bisschen an Schaden machen sie ja. Eins, zwei, vier, zwei, sechs. Na, da schaut's gut aus. Dann kriegen wir jetzt wenigstens den Tiger weg. Und bumm. Tiger ist weg. Dann können die vorrücken. Unsere Sniper müssten hinkommen. Ah, die kommen nicht hin. Aber ihr seht mal, die machen jetzt allein schon mal 9 Schaden hier drüben. Da, die lassen wir hier. Also dann sollen zwei Sniper hier rüber gehen und zwei bleiben auf der linken Seite. Ja. Ja, jetzt zerstören wir lieber erstmal das Minenfeld und dann den. So, dann sind die nämlich hier. Wir müssen jetzt auch schauen, dass wir hier nach vorne kommen. 04, der hat Low Ammo. Schaut hin, fast keine Munition. So, du zerstörst mir die Küstenbatterie. Jetzt müssen wir eigentlich das Ziel erfüllt haben. Jetzt kommt der da nicht rein. Oder ist vielleicht hier das Geschütz auch noch mit gemeint? Oder wir müssen das erstmal erobern. Ich glaube, so ist es. Sniper. Ah, die haben sich schon wieder reparieren lassen hier. Geht ja hier hin. Schön Abstand halten, Jungs. Ja, seht ihr, also 8 Gesundheit verlieren die. Jetzt werden wir näher. Au. Na doch. Panzergrenadiere hier. Panzerfaust. Aber wenn wir näher hingehen, haben sie trotzdem keine Chance gegen uns. Können wir hier ein oder mal zwei Flieger draufhauen. Die können wir nachziehen. Und somit wird unser Weg langsam frei hier vor. So, dann können wir erst in der nächsten Runde das hier unten einnehmen. Werden wir auf jeden Fall noch brauchen, die Prestige. Also jetzt müsste das Ziel erfüllt sein. Ja, da haben wir es. Also, Küstengeschütze. Perfekt, da sind wir durch. Wir müssen jetzt natürlich mal schauen, dass wir diese blöde Artillerie hier wegbekommen. Surrounded. Aber ist halt unbekannt, wie viel. Ah, wir bekommen ja auch nochmal Prestige. So, Sniper, jetzt haut mal drauf und zerlegt den. Ah, das ist immer ärgerlich, wenn dann immer noch ein bisschen was übrig bleibt. Werden wir mit denen ja auch gleich vorrücken hier. Vielleicht jetzt 5. Ja, da haben sie es. Der kann, ich glaube, seine Munition gar nicht aufwerten, oder?
Hat das kein Supply mehr in der Nähe? Ich weiß nicht, die LKWs hier. Schauen wir mal, ob unser Schiff bis dahin kommt, zu dem Geschütz. Ja, komm da. Den können wir ja mal weiterziehen. Hey, wir haben aber, glaube ich, noch gar keine einzige Einheit verloren. Müssen auf jeden Fall die Straße jetzt hier freimachen, damit unsere Panzer hier durchkommen. So, jetzt schauen wir mal, was du für einen Schaden hier machst. 06. Jetzt unser Sniper hinterher. 07, da haben wir ihn doch. Dann ist hier frei. So, jetzt wenn wir den hier. Genau, da haben wir ihn. Achso, warte mal, wir müssen eigentlich erstmal hier auf die Artillerie schießen. Natürlich unser Flammenwerfer-Trupp schon besser. Wieso kommt der hier nicht hin zum Schießen? Achso, vielleicht wegen die Berge. Das kann sein. Boah, 13 Schaden. Nice. Warte mal, mit ihm dürfen wir sogar. 9-0, da kommt er irgendwo hin. Dann gehen wir hier auf den. Also ihr seht, der kann seine Munition hier nicht auffrischen. Ich glaube nicht, dass das dann hier Supply-Trucks sind. Jawohl, jetzt kommen sie wieder zurück. Schwer zu sagen, weil die schauen ja eigentlich so aus wie meine. Aber trotzdem mal hier Flieger draufhetzen. Die müssten doch den mit zwei Angriffen eigentlich schaffen. Oh, schaffen sie sogar mit einem. Okay, jetzt nochmal eine Einheit hier rüber. Und dann. Ah, wir schaffen ihn gar nicht. Ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir ihn wegkriegen. Also den ziehen wir auf jeden Fall weg. Der ist angeschlagen. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich so hin, dass wir keine Einheit verlieren. Ja, blöd ist natürlich jetzt wegen dieser Pack hier hinten, ne? Jetzt bei mir aber trotzdem. Wie gesagt, wir haben genug Prestige. Dass wir hier die Packeinheiten ein bisschen runterhauen. Also immer so um 5 Punkte. Oh, ne, unterschiedlich. Na, gehen wir hier rüber. Der hat die Reichweite nämlich nicht so weit. Den weg, du gehst dahin. So, Jungs und Mädels, das hat er auf jeden Fall verloren, der Gegner. Da müssen wir noch abwarten, Runde beenden. Es ist ja nicht mehr viel, was uns jetzt hier im Weg steht. Die Artillerie kriegen wir jetzt in der nächsten Runde weg. Der da hinten ist überhaupt kein Problem. Wir haben natürlich schon wieder unser Schiff vergessen. Wer denkt da dran, wenn das so ganz einsam da unten steht? So, jetzt werden wir es aber gleich benutzen. Und zwar auf ihn. Unser Flammenwerfer-Trupp nach vorne. 06. So, du zerlegst mir den jetzt bitte. Ne, schafft er nicht. Gehen wir hier auf die Pack. So, da können wir auf jeden Fall nach oben. Drücken wir den weiter und den nach. 06. Na, mit dem da hinten können wir nichts anfangen. Hier können wir nicht vorrücken. Man hätte mir hier nämlich schön zumachen können.
1,10. Was hab. Oh, 1,15. Das nehmen wir natürlich gleich mit. So, das sind die 0301. Dann können wir uns eh nicht nach vorne bewegen. Der kommt da auch nicht hin. Also ich denke wirklich langsam, dass das hier wegen den Bergen ist. Komm, kannst du zwei Felder laufen? Ja. Und somit haben wir es da schon hin. Also wir hatten ja die anderen zwei Ziele erfüllt. Befreie Palermo. Da haben wir es doch. Und jetzt rücken wir rein in die Stadt. Und dann haben wir es erfüllt. Victory. Brillanter Sieg. Wir haben alle Ziele erfüllt. Genau, hier haben wir es. So. Okay, das war unsere erste Mission in Europa, Sizilien. Die nächste ist Cassino. Monte Cassino müsste es hier sein. Hier unten, wir können ja auch Pazifik oder die Bonus-Missionen. Könnten wir eigentlich auch schon anfangen. Aber ich glaube, dann werden wir durcheinander kommen in den Videos. Also wir werden jetzt erstmal hier Europe komplett durchspielen und dann machen wir das Zeug hier unten. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.